Ja, herzlich willkommen zum letzten Unboxing-Video des Jahres 2020, zumindest bei mir auf dem Kanal. Ich danke euch vielmals für das vergangene Jahr. Es war sehr bewegt, es war sehr viel los. Viele mussten sich umstellen, einiges musste ein bisschen anders gemacht werden. Und ja, das Video kommt jetzt heute am 31.12., also Silvester. Ja, es ist ein bisschen spät, das ist mir bewusst. Nächstes Jahr wird es ein bisschen anders werden auf meinem Kanal. Also ich werde auf die Unboxing-Videos weitermachen, die machen mir Spaß. Ich möchte aber auch mehr Content für euch produzieren. Grundsätzlich möchte ich dabei aber natürlich die Qualität auch möglichst hochhalten. Das heißt, ich möchte euch nicht einfach irgendwelche stumpfen Videos reinballern, die nicht geschnitten sind oder so, sondern ich werde auch weiterhin die Videos schneiden. Und ich freue mich wirklich immer sehr, sehr, sehr darüber, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder auch nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Und auch gerne was in die Kommentare reinschreibt. Also ich freue mich über jeden Kommentar. Ich versuche auch jeden Kommentar zu beantworten. Bisher gelingt mir das noch ganz gut. Also ja, von daher freue ich mich, dass ihr auch dieses Jahr so fleißig mit dabei wart und die Videos geschaut habt. Das bedeutet mir eine ganze Menge. Kommt gut in das neue Jahr rein. Alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Ihr könnt auch gerne bei Twitch vorbeischauen, twitch.tv/SirMetalizer, da bin ich dann auch regelmäßig live und ich würde mich freuen, den einen oder anderen, den ich hier in den Kommentaren lese, dann auch im Livestream zu sehen. Also, bleibt gesund, wie gesagt, und wir sehen uns dann 2021. Bis dann, euer Metalizer. Okay, also wir haben erstmal eine Fußmatte W20. W20 Fußballmatte für alle Spielefans, die gerne kritisch treffen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal genauer reinschauen und genau gucken, was es ist. Dann haben wir Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, eine Demo. Also Kartenspiel-Demo. Das hier ist eine kostenlose Demo-Version des Spiels Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza. Merke diese 5 verrückten Wörter und finde 1 oder 2 Mitspieler für dein Abenteuer. Diese Demo-Version ist auf 2 bis 3 Spieler angepasst. Vollständiges Spiel bis zu 8 Spielern. Also man sagt Taco, Katze und wenn man in dem Moment auch die Katze hier hinlegt, dann haut man mit der Hand drauf. Und der, der als letztes draufhaut, muss alle Karten aus der Mitte nehmen. Ist eigentlich eine coole Idee, wie ich finde. Also es geht ja immer Reihe oben und man sagt halt eben Taco, Katze, Ziege, Käse. Und dann bei Käse müsste man jetzt draufhauen. Der jetzt jetzt draufhaut, muss er die Karten aufnehmen. Eine Star Wars Christbaumkugel mit R2-D2 und C3PO. Auch sehr cool. Wenn der Christbaum hängt, wird die natürlich auch nochmal entsprechend angebracht. Sehr gut. Natürlich darf es auch an einem T-Shirt nicht fehlen. Oh, okay, das T-Shirt ist ein bisschen, naja, man nicht makaber, es ist eigentlich eher, es ist sehr lustig. Wir sehen hier die Dinosaurier, wie sie sich am Weihnachtsabend über Santa freuen. Das ist aber eigentlich ein Metroid, der sie gerade vernichtet. Sehr cooles Shirt auf jeden Fall. Sehr, sehr cooles Design. Das gefällt mir richtig gut. Da haben wir unser kleines Tütchen. Hier haben wir einmal einen Aufkleber drauf. Your Mom, Sigmund Freud. Also für die, die Sigmund Freud nicht kennen. Ne? Psychologe und so. So, und dann haben wir hier noch, das ist Ginger. Gardena. Also Ginger vom Geschmack her. Müssen wir mal gucken, was genau ist. Und was nicht fehlen darf, in den letzten Jahren auch schon, der Get Digital Kalender 2021. Gucken wir mal auf einen rein. Also das ist der, das ist die Übersicht. Also der Kalender hier, wenn wir zum Beispiel am 12.01. Hell geht online und 2001 Odyssey im Weltall erscheint. Hier am 20.01. die Erstausstrahlung von Breaking Bad. Also ist ein schöner Kalender. Auch immer so ein bisschen thematisch.
Hier ist zum Beispiel FBI mit den ganzen Überwachungsbildschirmen. Und im Februar haben wir dann zum Beispiel ein bisschen Schnaps. Hier haben wir zum Beispiel am 18. Februar Entdeckung des Pluto im Jahr 1930. Also der wurde ziemlich spät entdeckt, der Pluto. Dann haben wir hier den März nochmal und wie gesagt, ist thematisch immer ganz gut gemacht. Und ich freue mich halt immer über diesen Kalender. Der ist echt super, echt schön. Hier übrigens am 17. April 2021, beziehungsweise doch, am 17. Ja, das ist am 17. April 2021 feiert die Erstausstrahlung von Game of Thrones ihren 10-jährigen Geburtstag. Das ist echt krass. Ich habe, also die Zeit rennt im Moment. Das ist verrückt. Und hier am 23. April 2005 wurde das erste YouTube-Video, wenn wir das erste Video auf YouTube hochgeladen. Ja, genau, das ist der Kalender. Fantastisch. Good for your spirit. 100 plus Mana als kleines Metallschild. Sehr nice. Cool. Also, beziehungsweise Blechschild ist das hier. Fantastisch. Das ist cool. Das kann man sich irgendwo aufhängen an die Wand. Get Digital Malbuch Ausgabe 2. Auch wieder mit jeder Menge Sachen zum Ausmalen. Und mir fehlen immer noch die Buntstifte, ne? Wir hatten es schon mal. Es gab in diesem Jahr in einer Lootbox schon mal ein Malbuch. Und damals habe ich gesagt, Mist, mir fehlen die Buntstifte. Weil ich habe immer noch keine Buntstifte. Ist das zu fassen? Mir fehlen die Buntstifte. Hier der Ruf des Cthulhu. Es ist halt, hier sind die Ghostbusters. Hier die Cthulhu drin, das ist Spider-Man. Ja, auf jeden Fall immer ziemlich cool, dieses Malbuch. Hier noch so ein bisschen Star Wars meets Guardians of the Galaxy. Da sieht man so ein bisschen. Das hier draußen fliegt noch einer rum. Ziemlich cool gemacht. Die Buntstifte fehlen mir leider noch. Wir haben die Fußmatte W20. Ach, das ist der. Ah, das ist natürlich ein Würfel. Ich Idiot, natürlich. 20er Würfel ist das ikonische Symbol für Rollenspiele. Wird aber auch in vielen Brettspielen, Kartenspielen oder Tabletops benutzt. Auf jeden Fall ist der die richtige Eingangsdekoration für echte Nerds. Und mit die, einer National 20 sollte auch jedem Gast sofort klar sein, dass ein Besuch hier ein voller Erfolg sein wird. Merry Extinction Shirt für 18 Euro, das hatten wir gerade. Irgendwann kurz vor Ende der Kreiszeit erschien ein neuer heller Stern am Himmel. Die Dinosaurier fragten sich natürlich, was es mit dem schimmernden Licht auf sich haben könnte. Und ja, für die Dinos war es dann natürlich der Untergang. Dann haben wir den Nerd-Kalender im Wert von 20 Euro mit allen wichtigen Zahlen, Daten, Fakten. Das Blechshirt Good for Your Spirit für 14,95 war auch mit dabei. Eine von 10 Star Wars Christbaumkugeln. Ich meine, Leia und Luke wären natürlich, das wäre natürlich mega gewesen, wenn man die jetzt dabei gehabt hätte. Wobei, die haben, glaube ich, Inzest betrieben, ne? Kann das sein? Ja, also, ich meine, sie haben ja irgendwann rausgefunden, dass sie Bruder und Schwester sind und haben es dann gelassen. Hier ist der Aufkleber. Der hat sich in der Tüte versteckt. Der ist ja nicht aus der Tüte rausgerutscht. Es tut mir leid, der geht jetzt chill. War nicht so gemeint. Hier ist der Aufkleber 2020 nicht zu empfehlen. Ja, kann man so sagen. Dann haben wir Karamell-Ingwer-Bonbons aus Schottland. Karamell-Ingwer. Boah. Naja, okay, vielleicht schmecken sie ganz gut. Muss man mal gucken. In der nächsten Lootbox gibt es ein Upgrade aus S. Ist aber jetzt auch nicht das, was ich jetzt unbedingt hätte haben wollen. In dieser Lootbox war ein Asterix und Obelix Sofakissen, beziehungsweise das Asterix Sofakissen im Wert von 19,95 mit dabei. Wer Asterix und Obelix mag, freut sich drüber. Ich bin ja nicht der riesen Asterix Obelix-Fan. Und von daher wäre das nichts für mich gewesen. Neu im Shop. Dark Horse, The Witcher Sammelfigur in der Badewanne. Okay, also wer Geralt schon immer mal in seiner eigenen Badewanne sitzen haben wollte, kann das jetzt tun für 74,95. Hier gibt es auch noch eine Harry Potter Teelicht-Lavalampe mit so einem Giftfläschchen für 40 Euro. Dann den Bioshock-Rucksack Big Daddy für 99,95. Star Trek Uhura Portemonnaie, auch nicht schlecht,
für 44,95. Also wir haben einiges Neues im Shop bekommen, also wir haben einiges Neues im Shop. Lohnt es sich mal reinzuschauen. Hier gibt es noch Bundles, also Geschenke-Bundles hier für Bastler, für Brettspieler, Retro-Gaming-Bundle und so weiter. Sind immer ganz coole Bundles mit dabei. Ja, und das war auch schon die letzte Get Digital Lootbox aus dem Jahr 2020. Insgesamt kann ich sagen, dass die Lootbox dieses Jahr wirklich, wirklich gut war. Da waren schöne Sachen mit dabei. Gibt natürlich auch immer wieder mal Sachen, die man dann halt irgendwie verschenkt oder irgendwie so raushaut, rausballert. Ich meine, ist klar, man kann nicht alles mögen und es ist ja auch ganz gut, wenn man nicht alles mag. Aber insgesamt waren 80% der Sachen dieses Jahr in der Lootbox wirklich, wirklich cool. Danke fürs Einschalten, euch allen. Also 2020 war, ich glaube, für uns alle ein ziemlich beschissenes Jahr. Um es mal mit diesem Aufkleber zum Ausdruck zu bringen. Und einige Bands haben es gesagt, unter anderem zuletzt auch gecovert von den Dropkick Murphys mal. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet silver song of a lark. Also nach dem Sturm kommt auch wieder Sonnenschein und es geht weiter. Also in diesem Sinne, haltet durch, bleibt gesund und vor allen Dingen schützt nicht nur euch, sondern auch eure Mitmenschen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Video, euer Metalizer.